Ganz zum Ende, habe ich gelernt, muss ich immer abwarten, also auch diesen kleinen Soundfile. Und damit ganz herzlich willkommen anlässlich der 46. ADAC Zürich 24-Stunden-Rennen-Pressekonferenz hier auf dem Nürburgring. Schön, dass wir uns wieder hier in gewohnter Atmosphäre und in gewohntem Rahmenprogramm nämlich treffen können. Ich hoffe, wir sind ein bisschen wach. Schöne Bilder haben wir gesehen hier vom Partner vom ADAC Nordrhein im 24-Stunden-Rennen, nämlich von DJI. Von Bernd habe ich gerade gehört, bei dir auf dem Auto drauf. Also du bist drohnenerfahren und kannst uns dann noch ein bisschen mehr dazu erzählen, ob du im Garten auch noch selbst eine Drohne fliegen lässt. Ja, so ist das, wenn du mir sowas erzählst, hier mit einem Ohr gerade mal zugehört. 158 Rennrunden gab es im letzten Jahr, Rennaction vom allerfeinsten, 21 Klassen, über 160 gestartete Teams. Ja, man denkt eigentlich immer schon, der Kampf um den Gesamtsieg und um die ja anspruchsvollen Klassensiege, der könnte jedes Jahr eigentlich nicht noch spannender werden. Aber damals, wir wissen es noch, 2016, das war der knappste Zieleinlauf, aber auch 2017 sind wir wieder eines Besseren belehrt worden, nämlich der wunderbare Eifelwettergott, der hat wieder seine Hände und seine Macht gezeigt. Und ich wusste zum Schluss gar nicht mehr, wo ich für Nitro in der Boxengasse hinspringen sollte, ob zu Land, ob zu WRT, ob zur Rowe-Mannschaft. Also ein Riesenspektakel, auch im letzten Jahr wieder. Der Regengott hat alles gegeben. Ja, am Ende war es dann der zweitknappste Zieleinlauf. Ich bin schon gespannt, was das diesjährige 24-Stunden-Rennen hier auf der Nürburgring-Nordschleife zu bieten hat. Nach dem Rennen ist vor dem Rennen, ich freue mich eigentlich auch schon wieder, die PK hier machen zu dürfen. Meine 10. Irgendwie geht die Zeit doch ziemlich schnell rum. In 49 Tagen gehen die Ampeln auf grün, wenn ich richtig gerechnet habe. Ich war zwar immer keine Einsatzschülerin, aber ich glaube in 29 Tagen um 15.30 Uhr gehen die Ampeln auf grün und dann wird es gestartet, wieder das spektakulärste, schönste und ich sage einfach geilste 24-Stunden-Rennen überhaupt auf der Welt, vor allem auf der geilsten Rennstrecke der Welt. An diesem Wochenende finale Generalprobe, nämlich das
Qualifikationsrennen und umso schöner, dass wir da natürlich auch den ein oder anderen Piloten gewinnen konnten, der ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern kann, da sie hier sind und nicht in Oschersleben zum ADAC GT Masters. Wir haben heute knackige 2 Talkrunden. Ich freue mich zuerst mal mit der Orga-Runde zu starten und wer darf da nicht fehlen? Ich freue mich, Walter Hornung, Matthias Bohlhöfer und Roland Hofmann, kommt doch mal zu mir, die drei Herren. Vielleicht haben wir sogar einen Applaus, dann macht das noch so ein bisschen mehr Spaß. Vor allem den Herren, kommt zu mir, schnappt euch ein Mikrofon, schön nah hier am Tisch stehen bleiben. Ich mache schon mal Angst, es gibt nämlich da so eine Kamera auch noch dahin, die in der Mitte, das ist nämlich auch noch ein Livestream, wir zeigen das auf Facebook, damit nämlich Millionen quasi neben den zahlreichen Pressevertretern, die heute hier live sind, nämlich das auch verfolgen können, was ihr uns so aus dem Nähkästchen plaudert. Walter, 24 Stunden Rennleiter, eigentlich sage ich eigentlich immer Rennleiter-Legende und Sportleiter ADAC Nordrhein, immer ganz viel Verantwortung auf deinen Schultern und auf den Schultern deines großen Teams. Zunächst mal 24 Stunden Qualifikationsrennen. Dieses Wochenende, was erwartest du? Was können wir erwarten? Ja, erstmal von mir noch ein herzliches Willkommen zur Pressekonferenz 24-Stunden-Rennen hier am Nürburgring. Ich freue mich auch, dass endlich wieder losgeht. Ja, was erwarte ich hier am Wochenende? Wir haben knapp nicht ganz 100 Starter, 95 Starter. Es ist so ein kleines Warm-up, du hast es ja eben schon gesagt. Alle, nicht nur wir, ich mit meiner Mannschaft, alle können sich da nochmal einstimmen und auch die Presseleute hier, die anwesend sind. Ich denke, wir werden hier am Wochenende schon mal tollen Sport sehen. Wir hatten dies Jahr schon 2 VLN-Läufe, wo gute Kämpfe schon gewesen sind. Aber wir haben jetzt erstmalig ein 6-Stunden-Rennen jetzt für dieses Jahr, was wir am Sonntag starten, von 12 bis 18 Uhr. Ja, ich hoffe, dass die Teams da endlich mal die Hosen runterlassen. Das wird vielleicht gleich noch ein Thema sein in diversen anderen Runden. Und ja, wir brauchen Daten. Wir haben eine tolle BOP, Balance of Performance, ist ja ein Schlagwort und hoffentlich jeder ein bisschen bekannt. Und ja, wir brauchen noch ein paar Daten. Und das wollen wir eigentlich an diesem Wochenende sammeln. Und ich glaube, der ein oder andere braucht auch noch seine Permit. Genau. Permit kommt dazu. Also die Fahrer, die bei uns von unseren Stundenrennen fahren, brauchen alle eine DPN Stufe A, das heißt eine Zulassung für Rennen auf der Nordschleife. Und das muss man erreichen, indem man ja kleinere Rennen fährt. Und eins dieser kleineren Rennen, obwohl nicht wirklich klein ist, ist natürlich jetzt unser Quali-Rennen am Wochenende. Zusätzlich, wenn ich auch nochmal Richtung Technik gehe, es gibt noch Teams, die müssen noch Reifen qualifizieren. Seit diesem Jahr müssen auch Teams oder Hersteller Reifen qualifizieren, damit sie diese Reifen beim 24-Stunden-Rennen einsetzen dürfen. Aber das ist vielleicht auch gleich ein interessanter Punkt für die Runde mit den Fahrern. Die wissen da sicher auch was zu erzählen. Hoffentlich. Schauen wir mal. Schön ist aber auch zu sehen, wir haben die Überschneidung an diesem Wochenende leider mit dem ADAC GT Masters in Oschersleben, aber trotzdem auch doch so viele der Top-Favoriten hier, der Top-Teams, so viele GT3s zu sehen. Ich glaube, das ist trotzdem dann auch für euch ein schönes Zeichen. Man ist dabei. Genau, also wir haben, ich glaube, 25, 26 GT3s hier am Start und wir haben GT Masters in Oschersleben, das sehe ich so, die DTM ist im Prinzip hier bei uns, also die Fahrer, die noch eine höhere Klasse fahren, die sind fast alle hier vertreten und gleich sehen wir ja ein paar davon, also ich denke, wir werden hier schon einen tollen und spannenden Motorsport sehen in den nächsten 2 Tagen, ja. Ich glaube, Nennschluss fürs 24-Stunden-Rennen, hast du mir verraten, ist ja erst nächste Woche, also so die genau. Finale Starterzahl fürs 24-Stunden-Rennen. Habe ich jetzt leider noch nicht. Bitte da unsere Pressemitteilungen beachten, die der Michael Kramp mit seinem Team dann in der nächsten Woche raus oder Ende nächster Woche rausgeben wird. Wir sind gut dabei, aber wie gesagt, wir wollen nichts verraten. Teams, ja, die Teams, die auch hier sind, werden auch auf jeden Fall alle auch beim 24-Stunden-Rennen da sein, die Hersteller sind alle ganz heiß darauf zu fahren und ja, wir freuen uns alle, dass es bald losgeht. Ja, und vor allem auch die kleineren Teams, ne? Ich meine, wir haben wieder über 20 Klassen. Genau. Auch da gerade immer ein toller Fahrer. Ja, wir haben ein Riesenspektrum und wer es noch nicht, vielleicht noch nicht weiß, also der Manta ist auch wieder dabei, viele Fans an der Strecke und ich denke, der eine andere wird auch sein Auge darauf werfen, der Manta, dem haben wir wieder eine Sonderzulassung gegeben und er darf auch wieder mitfahren.
Hoffentlich auch wieder im nächsten Jahr und auch noch danach. Sportliches Rahmenprogramm ist nicht zu verachten. In diesem Jahr gibt es auch einiges Neues. Ja, wir haben ja wieder 4 Tage Rennbetrieb. Also wir fangen ja donnerstags morgens schon an. Traditionell die RCN, das ist eine Leistungsprüfung, die dann 3 Stunden auf der Nordschleife fahren. Und in der gleichen Zeit machen wir hier schon die erste Sessions des Audi R8 LMS Cup. Das ist eine Rennserie, die wirklich mit GT3-Autos fahren und die kommen aus Asien. Das heißt, das ist der Audi R8 LMS Cup Asia, der hier fährt. Da sind also, ja, ich weiß nicht, 20, 25 Fahrzeuge werden da kommen und die fahren dann mit ihren GT3-Autos einen Cup aus. Also ich weiß nicht, wo es das sonst noch gibt. Das wird sicher eine tolle Sache. Genau, die fahren nur Grand Prix-Strecke. Ja, und dann geht es weiter, machen wir ein Warm-up, 24-Stunden-Rennen. Dann haben wir die Klassik wieder im Programm. Mit ja, wahrscheinlich wieder 210 Startern. Mehr dürfen wir nicht fahren lassen auf der Rennstrecke hier. Und dann haben wir noch die WTCR. Mhm. Die WTCC gibt es ja nicht mehr. Die WTCR ist letzte Woche den Auftakt in Marrakesch haben die gefahren. Und die sind dann in 4 Wochen sind die bei uns hier zu Gast. Und auch mit 3 Rennen. Genau, schön. Auch mit 3 Rennen. Da haben wir uns auch angepasst. Die fahren 3 Rennen. Also eins fahren die freitags und 2 samstags, direkt vor dem 24-Stunden. Ja, und die sind auch gewachsen. Ich glaube, das sind über 30 Fahrzeuge. Viele, viele unterstützte Fahrzeuge. Ich glaube, 9 Marken sind da am Start. Und das ist sicher auch eine ganz tolle Sache, die wir da sehen werden. So ein paar Weltmeister am Start, ehemalige Formel-1-Piloten. Ja, genau. Also das kann sich sehen lassen. Freuen wir uns drauf. Sportliches Geschehen, erste Sahne, aber auch so drumherum noch, was wir so alles wieder zu bieten haben. Altes Fahrerlager, ja, Mühlenbachschleife. Genau, das sind die Stichworte. Drift-Challenge haben wir wieder. Die sind auch jetzt, glaube ich, hier am Wochenende auch da. Die Falken-Drift-Show ist wieder da. Dann haben wir die MX, Red Bull MX, Motocross-Leute, die teilweise an der Nordschleife unterwegs sind, die da waghalsige Sprünge vorführen, aber auch hier in der Startaufstellung werden die dann sein. Dann haben wir wieder die Timbersports von Stihl, die nicht gerade Kettensägen-Massaker sollen sie nicht machen, aber die Jungs, die können wirklich damit umgehen. Das ist also, sollte man sich wirklich mal anschauen, das ist wirklich eine tolle Sache, die da passiert. Und ja, ansonsten, was haben wir noch am Programm? Boulevard ist bespielt. Wir haben wahrscheinlich Adenauer Racing Day, genau, der Auftakt Mittwochabend. Ich glaube, 18 Uhr fängt es da an, wo immer viele Fans hinströmen, wo man dann auch ein paar Fahrer runterbringen mit ihren Fahrzeugen, Autogrammstunden und so weiter und so weiter. Ja. Und so weiter und so weiter. Aber du siehst, guck mal, hier vorne wird in der ersten Reihe sogar mitgeschrieben. Ja. Ne? Also alles notiert. Alles notiert. Walter, große Herausforderung, nicht nur für dich, für das gesamte Team vom ADAC Nordrhein. RTL-Pressesprecher Matthias Bohlhöfer, erstmal herzlich willkommen hier in der Runde. Ne? Wir wechseln ja immer mal, mal ist der Manni da, mal der Olli. Immer mal ein ganz buntes Feld. In diesem Jahr, Nitro, 3. Jahr dabei und 2-mal haben wir schon den Rekord gebrochen und haben da, glaube ich, einen ganz guten Job gemacht. Mir hat es auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht. Neben Vodafone einfach Nitro ein fester Bestandteil auch mittlerweile geworden. Was sind so in diesem Jahr eure Schwerpunkte? Ja, also erstmal vielen Dank, liebe Kollegin. Was sind diesmal unsere Schwerpunkte? Also erstmal nochmal, wir freuen uns riesig. Wir haben richtig Bock auf dieses geilste Rennen der Welt, von dem du eben gerade gesprochen hast. Sind auch schon richtig fieberhaft, kann man sagen, in den Vorbereitungen. Es wird diesmal ja wieder parallel laufen zum Formel-1-Rennen in Spanien. Das ist irgendwie so ein Sportevent, wie es seinesgleichen sucht. Und das passt zu Nitro. Das haben wir jetzt die letzten beiden Male haben wir das erlebt. Das passt wie die Faust aufs Auge. Und insofern ist uns auch diese Entscheidung gar nicht schwer gefallen. Wir hatten im letzten Jahr 220.000 Zuschauer durchschnittlich. Nitro ist ein Männersender und wir haben gerade auch in den... Ja, es ist so. Wir haben auch Frauen und, hier. Ja, ne, ich weiß, aber die Zielgruppe, muss ich ganz ehrlich sagen, sind schon die Männer. Und das ist hier auch so ein Rennwochenende. Das ist auch eine Tatsache. Das ist relativ männeraffin. Insofern, das passt schon sehr, sehr gut. Wir werden dieses Mal nicht so sehr auf Weltrekord jetzt wieder abspielen. Haben wir ja schon alles. Haben wir schon. Also es werden wieder über 26 Stunden Live-Übertragung werden. Das ist eine Menge Holz, das ist ein dickes Brett. Ob das am Ende Weltrekord ist, ist egal. Was wir in diesem Jahr uns vorgenommen haben, wir wollen noch intensiver hinführen. Wir wollen noch mehr die Rundumberichterstattung
ausweiten. Wir übertragen jetzt auch in der Zusammenfassung hier dieses Qualifying. Wir werden dann in der Rennwoche selber werden wir das Qualifying 1, das Top-30-Training, wir werden eine Doku zeigen. Und das ist so das Zweite, was in diesem Jahr für uns so ein bisschen so ein Alleinstellungsmerkmal ist. Wir schicken ein eigenes Team auch ins Rennen. Zugegeben, es sind die Classics, aber das ist ja nicht ohne. Und da haben wir, und das ist auch ein schönes Storytelling, da haben wir einen Doku-Soapstar, ich weiß nicht, wer ihn kennt, Detlef Stephens. Und der wird eigentlich immer so im Garten rumwühlt. Unter anderem, der wühlt überall rum. Der wühlt überall rum. Und dann, weiß ich, vielleicht kennt ihr ihn auch, der eine oder andere, Christian Menzel. Der wird nämlich, oder ist dabei, den Detlef so zu trainieren. Und das zeigen wir jetzt schon seit Ende März in Form einer Doku. Das ist eine schöne Hinführung. Und dann lösen wir das natürlich auch auf und gucken, wie die beiden dann unter den 200 ungefähr, die am Start sind, ne, 210, wie die da abschneiden werden. Das sind so unsere Schwerpunkte in diesem Jahr. Ja, bei den Classics gibt es ja zum Glück nicht dann das BOP-Thema. Also insofern müsste Christian Menzel ja ganz ruhig sein. Wunderbar, also auf die Berichterstattung freuen wir uns. Ich bin sehr gespannt, auch wie der Zeitenunterschied dann sein wird. Inwieweit da, wer die Pace dann vorgibt für diese Doku. Personalmäßig, ich habe gesehen, irgendwie es gab eine kleine Pressemitteilung, auch so Personalaufwand, das ist ja sowieso immer gigantisch. Insgesamt, also nicht nur jetzt die lieben Kollegen, die wir da vor der Kamera rumspringen dürfen, sondern halt gerade auch hinter den Kameras. Also das Wichtigste ist, du bist wieder dabei. Danke. 5 Euro kriegt er gleich, haben wir ausgemacht, dass er mich promotet. Nein, Scherz beiseite, aber das ist schon gigantisch. Ja, der gesamte Aufwand ist beträchtlich. Das muss man wirklich sagen. Also so von der kompletten Produktion her, circa 90 Mitarbeiter, obwohl wir ja gar nicht das Worldfeed bestücken und produzieren. Wir arbeiten im Dreischichtbetrieb, das machen die meisten, das ist jetzt bei so einem 24-Stunden-Rennen nichts Außergewöhnliches. Aber wir haben Alex Hofmann, der wird es diesmal moderieren und alles zum andere. Zum dritten Mal, der war ja. Ja, gut, aber das ist dann, alle anderen Positionen sind eigentlich zwei- oder dreifach besetzt. Roland hier zu meiner Linken wird einer der Kommentatoren sein, Roland Hofmann, Peter Reichert und Dirk Adorf. Und wir haben, glaube ich, 8 Reporter. Also wir haben einen riesen Aufriss. Was man mir noch gesagt hat aus der Produktion, irgendwie ganz, ganz wichtig. Wir bauen ein eigenes Dorf diesmal auf. So ein Trailerpark. 36 Wohnwagen. Ich glaube, D10 Parkplatz. Den machen wir zu so einem kleinen Nitro-Dorf. Also schon. Da brauchen wir dann so ein paar DJIs, die das Ganze mal geschehen, so hinter den Kulissen zeigen, würde ich sagen. Eieiei, ich habe jetzt schon Angst. Aber wo du jetzt den Roland speziell ansprichst, Roland, so richtig Schichtdienst gibt es für dich nicht. Also eigentlich bist du von Mittwoch bis Sonntag quasi nonstop. Klar schläfst du auch mal ein Stündchen zwischendurch, aber das ist ja schon eine große Herausforderung jetzt aus Sicht du, TV-Mann, Fernsehmann. Was ist da so die größte Herausforderung für dich persönlich? Also das mit dem mangelnden Schlaf, René Rast wird es nachvollziehen können. Als junger Vater ist das völlig nebensächlich, da gehen wir so drüber. Überbewertet. Ja, also Schlaf ist wirklich, wir sind da alle so on fire, wie wir sagen, ne, klar. Die größte Herausforderung ist in der Tat die Masse, ne? Also dieses Volumen, Autos, Fahrer, also über einen Tomczyk, über Leeds, Schneider, da kann ich immer was erzählen, die kenne ich, die erkenne ich auch. Aber auch den Helm und so, ne? Da gab es ja auch so Geschichten. Ne? Aber nachts um 3 über alle zig hundert Fahrer da was zu wissen, die in der Onboard-Perspektive zu erkennen, da muss man sich sehr vorbereiten, da muss man enorm dran sein und das ist schon eine Herausforderung, die aber Spaß macht. Also das ist genau das, worum wir hier sind. Also das ist ja auch der Reiz des Nürburgrings, dieses 24-Stunden-Rennen, dass das so vielschichtig ist und da muss man halt dabei sein und dann schläft man halt auch nicht. Du bist aber schon ganz fleißig. Ich habe schon von dem einen oder anderen gehört, so Fritz Enzinger und so hast du auch schon angefragt. Ne? Hat er gepetzt, ja. Er hat total gepetzt. Aber gut, er hat ja auch ein bisschen was über unterschiedlichste Marken jetzt. Ganz genau. Er hat jetzt. Er will dich besuchen kommen. Ja, genau. Wir haben uns verabredet. Es gibt ja dann auch die eine oder andere Pressemitteilung jetzt von Porsche seitens Spar, was da passiert ist. Also es gibt ein bisschen was zu erzählen. Also Fritz hat Redebedarf und er wird dann auch bestenfalls bei mir oben in der Kommentatorenbox sitzen. Wir laden ja dann auch regelmäßig dann Fahrer, Funktionäre, alle, die mit dem
mit dem Rennen was zu tun haben, ein und dann gibt es ein bisschen was zu erzählen. Und da sind wir ja auch immer offen, so der ein oder andere Pressemann jetzt nämlich auch von einem Hersteller und ist da vielleicht auch vom kleineren Team oder halt eben auch Journalisten, die noch Anreize haben. Da, ich glaube, da sind wir eigentlich offen für alles, Vorschläge haben. Ja. Alle immer gerne. Gerne Vorschläge machen an mich oder an das Team. Und wir nehmen jeden gerne auf da oben und haben ja viel Fläche zu sprechen und sind für alle dankbar, die sich da zu uns hochbegeben. Insbesondere dann, auch wenn was Unplanbares, so wie vor 2 Jahren mit dem Hagel, wo man dann ein bisschen Strecke machen muss, ne, wo keine Autos sich gerade irgendwie auf der Strecke befinden, gerade dann sind wir sehr dankbar für Gesprächspartner, für Vorschläge, für tolle Gäste. Aber wir haben auch Schirme, ja? Gibt es Nitro-Schirme? Habe ich aber keinen gehabt vor 2 Jahren in der Boxengasse. Ich glaube, das ist nicht ganz so erlaubt. Toll, dass ihr hier seid. Natürlich wartet jeder auch jetzt hier auf die Piloten, die nämlich auch noch dann zu den nächsten Meetings auch wieder müssen. Aber ihr seid noch ein bisschen da, falls der eine oder andere oder die eine oder andere noch eine Frage haben vis-à-vis. Nur Roland, du bist sowieso da und dich kann. Und Walter, du ja auch noch. Fantastisch. Riesenapplaus für die, oder? Dass wir kurz Rede und Antwort gestanden haben. Ja, und dann hole ich Sie doch jetzt mal nach vorne. Wurden schon mehrfach erwähnt. Freue mich, dass Sie Zeit haben. Martin Tomczyk, Bernd Schneider, Richard Lietz und René Rast, kommt zu mir. Ach, super. Ist immer gut, wenn einer mit dem Applaus anfängt. Das hilft. Das hilft. Krallt euch ein Mikrofon. Wir haben sogar für jeden. Und haut nicht wieder so weit ab. Sonst sieht man euch nicht. Vor allem, ich beiß ja auch nicht. Ich mache euch ein bisschen Platz. Und weil ihr solche Kanten seid, genau. Hallo, ihr müsst noch ins Rennauto passen, also auch wenn es kein Formel-1-Auto ist, aber so breit. Richie, ist dir eigentlich nicht warm in deiner Jacke? Also, naja gut, also anderes Thema. Kommt aus Österreich. René, habe ich es nicht verstanden, den Wink, aber ist egal. Da ist immer kalt. Ich dachte, hier in der Eifel ist es. Stimmt ja gar nicht. Bei uns ist es, wir sind nur Südländer. Du bist auch so ein südländischer Typ, ne? Aber dann verrat mir doch mal, wenn wir uns das mal anschauen, Porsche, die Nennung, die ich da so im Starting Grid, also in der, im Programm jetzt fürs 24-Stunden-Rennen gesehen habe, großer Auftritt für Porsche. Natürlich du in der Mantai-Mannschaft mit dem 911 und du sitzt dann, glaube ich, wieder auf dem 912 gewohntermaßen. Aber großer Aufschlag mit Porsche. Ich glaube, dieses Jahr will man es richtig wissen. Ich glaube, dass die Nordschleife Tradition hat für die Firma Porsche. Wir haben ja dieses Jahr auch unser Jubiläum, 70 Jahre Porsche. Und wir freuen uns über 40 Starter, 40 Porsches, die bei dem Rennen teilnehmen werden. Wir haben 5 Teams, 8 GT3 R, die um einen Gesamtsieg theoretisch kämpfen können. Und ich habe die Ehre, beim großen Rennen dabei sein zu dürfen, auf der 912, wie du gesagt hast. Wir starten mit Dunlop-Reifen, Falkenreifen und Michelin-Reifen. Von daher haben wir uns, glaube ich, ganz gut aussortiert. Also nicht ihr bei Mantai, nur um das klar zu sagen. Die Porsches. Die Porsches starten mit verschiedenen Reifenmarken, was natürlich auch ganz wichtig ist, weil natürlich auch da Competition herrscht und wir aufgestellt sein wollen mit den besten Möglichkeiten, um eben um den Gesamtsieg kämpfen zu können. Und wir versuchen es natürlich. Niki Räder hat, ich glaube, es war nach VLN2, ich meine zweimal Pole Position für Mantai, einen Sieg eingefahren, ein bisschen Pech auch gehabt, aber ich glaube, das war schon eine ordentliche Ausbeute. Ihr habt Gas gegeben und ihr wolltet euch auch so einen Sieg nicht gerne nehmen lassen bei einer VLN. Das macht ja auch richtig Spaß, mal sowas auf dem Podest zu feiern. Aber Niki Räder zum Beispiel hat gesagt, er hat das Gefühl und er hat die ganz große Hoffnung, dass jetzt die Durststrecke rum ist und dass man eigentlich auch gerade mit Manta jetzt um den 6. Gesamtsieg fahren möchte. Man könnte da Rekord einfahren, weil die Schnitzer-Mannschaft leider nicht dabei ist. Okay, also wie gesagt, für Porsche ist es wichtig, Siege einzufahren auf der Nordschleife. Das haben wir letztes Jahr gezeigt, das haben wir dieses Jahr gezeigt. Erstens einmal für die Fahrer gibt es Bonusse natürlich, deswegen sind wir Fahrer immer motiviert und geben auch alles. Auch was wenn heißt das Bonus? Geld. Ihr kriegt pro Runde Geld. So wie die Schwaben, die Österreicher, also eine Mischung aus Schotten und Schwaben. Das ist für die Österreicher ja auch wichtig, ja. Genau, deswegen die Fahrer geben alles. Und wir nehmen da auch, wie gesagt, letztes Jahr die Siege mit und dieses Jahr. Das ist die eine Geschichte. Und im Motorsport ist das Thema, dass jeder gewinnen will. Und dementsprechend ist es schwierig, das 24-Stunden-Rennen zu gewinnen. Mante hat es in der Vergangenheit geschafft. Wenn wir da jetzt einen Rekord
machen würde, wäre es natürlich schön. Aber ich glaube, die Jungs, die hier auch noch stehen, haben was dagegen. Und von daher, ich glaube, es wird ein spannendes Rennen, wenn alle Marken und da ein Auto dabei haben, wo gesamtsiegfähig ist. Dann haben die BOP-Regelhüter auch einen Top-Job gemacht. So wie es ausschaut, glaube ich, haben die das dieses Jahr sehr gut im Griff. Und wenn wir alles richtig machen und eine Chance haben, bin ich natürlich happy. Ich glaube nämlich, du wärst besonders happy, weil ich glaube, so ein Gesamtsieg fehlt dir so ein bisschen noch in deiner Vita. Genau wie übrigens Martin Tomczyk. Ach, das war böse, ne? Ja, ich glaube, dass jeder hier schon Zeiten gehabt hat, wo er sagt, hätte, wäre, wenn. Und genauso war es bei mir. Also, aber theoretisch haben schon viele gewonnen hier. Praktisch leider noch nicht, aber vielleicht ist es dieses Jahr das Glück auf der 912. Ich glaube, Martin hat da was dagegen. Hättest auch nämlich gern mal so deinen ersten Gesamtsieg hier beim 24-Stunden-Rennen, wo wir das gerade gehört haben, Porsche, Riesenaufschlag. BMW ist irgendwie einen anderen Weg gegangen. Ich glaube, im letzten Jahr gab es so ein paar mehr werksunterstützte Teams und auch Autos. Dieses Jahr habe ich gesehen, zwei Rowe. Quantität ist ja nicht immer Qualität. Vielleicht haben wir das letztes Jahr gesehen und deswegen haben wir uns ein bisschen umstrukturiert, aber nichtsdestotrotz, glaube ich, ist das Fahreraufgebot auf den BMW, glaube ich, ganz gut und die zwei werksunterstützten Rowe, wirklich, man konzentriert sich auf diese zwei Fahrzeuge und wir hoffen, dass das dann der Weg zum Erfolg sein wird dieses Jahr, was wir natürlich hoffen. Ihr seid reifenmäßig aussortiert, final? Ja, steht drauf, also zumindest hier bei Rowe, ja. Genau. Ja, kann sich ja auch noch ändern, es sind noch 4 Wochen. Ja, müsste man neue Pullover drucken. Von dem her, es ist im Budget nicht drin. Manchmal das mit so Tape auch irgendwie, ne? Aber das sieht vielleicht nicht ganz so professionell aus. Bist du ein bisschen traurig? Ich meine, Schnitzer, mit denen hast du ja auch deinen DTM-Abschied gefeiert, dass gerade diese Traditionstruppe, kannst total offen reden hier, wir sind unter uns, bisschen auch traurig, dass sie nicht dabei sind? Ja klar, ich glaube aber, dass Schnitzer eher noch trauriger ist, dass sie hier nicht da sind, weil wer an Charlie kennt, der weiß, dass er für die Nordschleife auch lebt, dass er hier Erfolge eingefahren hat und für ihn ist sicherlich wirklich schade, dass er nicht dabei ist. Er startet ja das Wochenende bei der ADAC GT Masters in Oschersleben. Also er ist nach wie vor mit dabei, aber natürlich wäre ich auch gern bei ihm gefahren, wenn er hier gefahren wäre. Aber wäre, wenn, gibt es halt im Motorsport nicht. Ich habe es ja nicht entschieden. Wer hat es denn entschieden? Die Leitung vom BMW, nehme ich mal an. Das fragen wir ihn dann einfach mal beim 24-Stunden-Rennen. Ne? Ich habe ja auch so ein Mikro dann da unten in der Boxengasse. Fragen wir da mal nach, haken wir nach. Aber dir darf ich ja eigentlich erstmal sagen, willkommen am Nürburgring. Du bist weder VLN 1 noch 2 bis jetzt gefahren. Kommst gerade ziemlich frisch vom Prolog. Fährst da ein ziemlich anderes Auto, nämlich... für die WEC und natürlich für das große Projekt, das 24-Stunden Le Mans-Rennen, den M8 GTE. Hier den M6 GT3. Wie groß wird die Umstellung? Ich sage jetzt, die ist mega groß, weil wir haben ein neues Auto entwickelt, also muss es riesengroß sein, der Unterschied. Aber der M6, das ist ein wohlbekanntes Auto bei BMW. Wir sind schon sehr viele Kilometer damit gefahren, ist komplett aussortiert. Also von dem her glaube ich, dass es wirklich ein tolles und einfaches zu fahrendes Auto auch ist. Der M8 steht natürlich noch in den Anfängen, ja, obwohl wir jetzt wirklich fleißig testen waren. Und ja, das erste Rennen in Daytona und Sebring schon absolviert worden ist, geht es jetzt auch in der WEC in Spa los. Also es sind schon zwei verschiedene Autos und man merkt schon, dass die Entwicklung, dass es aufs reine GTE-Reglement entwickelt worden ist, nicht so wie beim M6, der in Amerika letztes Jahr gefahren ist, der ja eigentlich auf GT3-Basis aufs GTLM-Reglement umgebaut worden ist. Von dem her sind es zwei unterschiedliche Autos, es ist aber auch gut so und man macht beides sehr viel Spaß. Ein Pilot, der es irgendwie immer wieder schafft, sich unheimlich schnell auf die unterschiedlichsten Autos umzustellen. Ja genau, hallo René, willkommen auch am Nürburgring, guten Morgen. Okay, ja, Werksfahrer halt. Du bist auch noch kein VLN-Rennen gefahren, für dich jetzt auch das erste Mal jetzt hier Qualifikationsrennen, endlich wieder Nordschleife. Ich weiß, du liebst die Nordschleife, kommst gerade, ich glaube, du bist auch gestern Tagesbestzeit gefahren, offiziellen DTM-Test. Ja, DTM-Champion, Stichwort als Rookie, kannst dich gut auf neue Autos einstellen. Freust dich jetzt auf die Nordschleife? Ja, ich gucke schon immer mit einem Auge auf den Monitor da drüben, weil es natürlich gigantische Aufnahmen sind und man sich so ein bisschen zurückerinnert,
was letztes Jahr so passiert ist. Und da habe ich auf jeden Fall wieder Lust bekommen, dann in ein paar Wochen da wieder Nachtrennen zu fahren. Also das ist eigentlich so das schönste Rennen, ein Highlight des Jahres. Eigentlich für mich das schwierigste Rennen auf der Welt. Ich bin natürlich schon einige Rennen gefahren, Daytona, Spa, Le Mans, Sebring, Bathurst, also eigentlich alles gefahren, was an Langstrecke man fahren kann. Man muss wirklich sagen, ich glaube, Nürburgring ist das Härteste. Das Härteste mental, körperlich? Ja, alles. Es verlangt einem mental alles ab, weil man wirklich immer auf der Hut sein muss durch den Verkehr. Ein kleiner Fehler, man schert ein bisschen zu früh ein oder ein bisschen zu früh aus. Man nimmt ein bisschen zu viel Speed mit in die Kurve in der Nacht. Man unterschätzt das relativ schnell. Natürlich auch körperlich. Ich meine, das sind keine leichten Autos zu fahren. Und da wirken natürlich auch Kräfte über 24 Stunden auf den Körper. Von dem her ist es mental, aber auch körperlich extrem anstrengend. Audi geht den Weg jetzt in diesem Jahr nach dem Gesamtsieg der Landmannschaft. Den Weg, dass man vier Teams hat, darunter das neue BBT-Mücke-Team. Also neu auf der Nordschleife möchte ich konkretisieren. Aber vier Teams, ein Auto. Ist das ein Vorteil? Ist das ein Nachteil? Wie sieht es aus bei Audi Sport? Ich glaube, da kann man für beide Seiten Vor- und Nachteile finden. Es ist schön, dass vier Teams die Chance bekommen, das Rennen zu gewinnen. Ich glaube, das ist ein einmaliges Rennen in der Saison. Und man kann jetzt sagen, gut, vier Teams haben die Chance und können ihren Traum sich verwirklichen. Auf der anderen Seite kann man natürlich sagen, wenn man zwei Teams hätte, könnte man besser die Informationen teilen. Man könnte eine andere Strategie fahren. Also von dem her gibt es da viele Vor- und Nachteile. Aber ich denke, so wie wir es haben, wird es schon einen Grund haben. Daten sind aber für jeden der vier Teams einsehbar. Das genau. Ist offen. Das ist offen. Man kann da wirklich frei die Daten verfügen über jeden Run, über jede Runde und kann da alles einsehen. Du fährst für die WRT-Mannschaft, für das belgische Team, nicht für Phoenix, mit denen du ja 2014 einen Sieg eingefahren hast. Gibt es auch Gründe, mit Sicherheit auch, wie fragen wir dann da auch die Chefs, die haben alle ihre Gründe. Was denkst du, wird der schwierigste Konkurrent, Mitbewerber in diesem Jahr? Wen schätzt du am stärksten ein, der euch das Leben schwer macht? Ja, wie du eben so schön gesagt hast, ich war leider nicht da bei der V-Ländern. Ja, aber du guckst ja, hallo, Digitalisierung, Livestream. Ich habe natürlich geschaut, den Livestream habe ich natürlich angeschaut, habe gesehen, dass Porsche sehr stark aussah. Aber auch wir sind natürlich durch den Verkehr gut durchgekommen, auch im BMW, auch Mercedes ist vorne mit dabei. Also ich glaube, das ist relativ ausgeglichen dieses Jahr, so wie es letztes natürlich auch ausgeglichen war. Und ich hoffe natürlich, dass wir ein ausgeglichenes Feld haben, wo keiner einen richtigen Vorteil hat, sodass wir richtiges Pure Racing haben. Da bin ich mal gespannt, weil wir haben ja gerade eben schon mal gehört, Walter Hornung hat gesagt, ja mal schauen, ob an diesem Wochenende mal jemand die Hosen runterlässt. Nicht im wörtlichen Sinne, hoffe ich, Walter. Aber Bernd, komm, du bist doch immer, bist ja jetzt schon der erfahrenste Hase hier. Ihr braucht noch gar nicht so eure Mikros wegzunehmen. Bernd. Hallo erstmal. Ach, Entschuldigung. Ich würde gerne mal was dazu sagen. Bitte. Ich hätte jetzt erwartet, dass er gesagt hat, also ich denke, die größte Konkurrenz ist Mücke und Phoenix, ja, weil die anderen putzen wir sowieso. Aha, ja. Also, oder sind die keine Konkurrenz? Natürlich auch. Weil die hattest du ja vergessen. Oder die habt ihr wohl locker im Griff, WRT. Na, ich meine, Mücke stand auf dem Podium bei der VLN bis jetzt, ne, im zweiten Platz. Da stand nicht Phoenix oder WRT. Habe ich jetzt nicht verfolgen können. Also frag lieber der nicht. Der DTM beschäftigt. Bernd, komm. Frag nicht die Frage, ich kann dir die beantworten, dann was die Jungs nicht beantworten. Dann sag doch mal. Dann sag, komm, erzähl mal offen. Was soll ich erzählen? Ja, wer so, ne? Also, die Kanone auspacken. Also wenn man jetzt die letzten Rennen, ich war nämlich hier und ich bin nur VLN 2 gefahren auf dem GT4-Auto und das war richtig geil, denn ich bin zum ersten Mal auf dem Cup Porsche auf der Gerade vorbeigefahren. Das ist mir noch nie passiert hier auf dem Nürburgring und das kann man mit einem GT4, wenn man in der SP8T fährt, das war so geil, 287 Grad die Gerade runter und ich kann es auch noch laut sagen, ohne dass man böse angeguckt wird. Und von dir sind viele vom von AMG jetzt. Ja, hier, genau, ne? Nee, das war richtig cool und das hat auch Spaß gemacht. Ich glaube, dass die leider habe ich beim VLN 2 den Start nicht gesehen, weil das war wohl gutes Rennen. Die Hersteller haben untereinander richtig gekämpft und ich glaube auch nicht, dass sie da arg viel zurückgehalten haben. Ich glaube zwar,
dass sie beim 24-Stunden-Rennen noch ein bisschen härter gefahren wären und noch ein bisschen mehr aufs Pedal gedrückt hatten. Aber die waren schon ziemlich ausgeglichen. Es hat mir im Nachhinein ganz gut gefallen, das Rennen, was gefahren wurde. Und ich bin sehr gespannt, wie es zur Sache geht und wie es ausgeht. Ich bin auch gespannt aufs Wochenende. Es sind wenig Autos da. Und das ist immer ein bisschen besseres Zeichen dafür. Wenig Autos dieses Wochenende? Ja. Oh ja. Ja, 90 Autos ist natürlich, oder 95 ist für die GT3 super, weil die natürlich da wenig Verkehr haben und also weniger Ausreden. Also meinst du, immer eine richtige Quali-Runde? Nee, das glaube ich nicht, aber ich glaube, dass im Rennen schon schnell gefahren wird und der eine oder andere gerne mal wissen will, was so geht. Aber ich bin sehr gespannt, was auf uns zukommt und ich glaube, so wie man es die letzten Rennen gesehen hat, war es schon spannend. Aber Bernd, ich muss dich echt mal offen und ehrlich fragen, in Dubai konntest du es ja nicht lassen, ne? Da bist du auf dem GT3 und auf einem GT4 24-Stunden-Rennen gefahren. Am Nürburgring fährst du wirklich in Anführungsstrichen nur GT4 auf einem Presseauto, unter anderem jetzt auch zum Beispiel mit Patrick Simon. Den nimmst du wahrscheinlich noch mal ein bisschen ins Training, ne? Dass er noch 2 Kilo abnimmt. Aber, ja, eher 20, oder? Also ich habe aber noch nie einen Fahrer gesehen, der so groß ist, so schwer ist und sich ins Auto und so lange nicht mehr gefahren ist. Und setzt aber auch schnell war, ne? Und setzt sich ins Auto und fährt 10 Runden später als unser Werksfahrer, der gefahren ist und fährt schneller. Also dann muss man sich schon ein bisschen überlegen, aber... Wer muss sich das überlegen, der Werksfahrer oder? Genau. Patrick ist angepiekst. Der hat schon mir gesagt, scheiße, ich bin wieder heiß. Also der will wieder fahren und ich glaube, der nimmt gerne 20 Kilo ab, wenn er dann wieder ein Cockpit bekommt. Aber der war richtig schnell und der ist auch hier richtig schnell gefahren auf der Nordschleife. Er kennt ihn natürlich gut durch die ganzen Oldtimer-Rennen und Klassikrennen, die er hier gefahren ist und hat hier ja auch mal den Rekord gehabt. Und ich meine, der ist auf Anhieb mit dem GT4 hier eine 8,37 gefahren, glaube ich, in der zweiten Runde. Also das war mal gar nicht so schlecht. Ja, wenn ihr das Pedal so runterdrücken dürft, das macht doch dann richtig Spaß. Ja, bei uns gibt es das ja nicht. Bei uns gibt es ja nur PS und Gewicht und volle Kanne. Und von daher war das richtig cool. Du sitzt nicht auf einem gesamtsiegfähigen Fahrzeug, aber ich meine, du hast ja schon 2-mal gewonnen. Aber Mercedes-AMG schlägt ordentlich auf. Also wenn ich mir so die Liste anschaue, gerade auch Black Falcon, HTP, starke Fahrermannschaften, tolle Paarungen. Ich glaube, wie viele GT3s habt ihr? Habe ich 7? Wir haben 4, also 2 HTP und 2 Black Falcon, die werksunterstützt sind. Dann gibt es das Assenheimer Auto, was sehr gut besetzt ist mit Bleckemolen und Patrick Assenheimer, Clemens Schmid und Marcello, von dem ich sehr, sehr viel halte. Also das Auto sollte man nicht unterschätzen. Die fahren mit Hancock, wird auch noch mal zu sehen sein, wie sich die schlagen. Die können für eine Überraschung absolut sorgen. Die fahren HTP und Black Falcon? Die fahren X? Michelin. Und alle 4 Autos? Ja, und dann gibt es ja noch ein Auto bei Black Falcon, die machen ein drittes. Und so wie ich bis jetzt gesehen habe, ich war überall auf den T-Shirts auch Michelin. Und so wie wir vorhin gelernt haben, darf man ja so schnell nicht mehr die Reifenpartner wechseln. Und von daher gehe ich mal davon aus, dass auch diese alle mit Michelin fahren. Ich glaube, bei Audi, da habe ich hier und da mal gesehen, Dunlop und Michelin. Ist das entschieden oder ist das an diesem Wochenende entschieden? Ja, da fragst du mich was. Gute Frage. Okay, frage ich eh. Ich glaube, wir fahren auf Dunlop dieses Wochenende fürs 24-Stunden-Rennen. Ob Bernd weiß mehr? Ich habe ja vorhin gedacht, irgendjemand hat ja auch erzählt, er fährt Michelin, Dunlop. Ich meine, die fährt im ersten den Michelin und im zweiten Dunlop. Und wenn es dann regnet, vielleicht Yokohama. Also das wäre auch mal eine Kombination. Ich glaube, das ist nicht so ganz in unserem Sinne. Ne? Also nein, das geht nicht. Also da arbeiten auch dann der ein oder andere Fahrer noch dran, um sich da schlau zu machen. Wir haben uns schlau gemacht, René, apropos vielseitiger Fahrer. Du hast gesagt, ach nö, ja, nur 24-Stunden-Rennen ist mir nicht genug. Ich fahre auch noch WTCR, das Rennen mit. So ein bisschen Frontkratzer, kennst du ja auch ganz gut. Wie kam es denn dazu? Ja, ist eine einmalige Chance, würde ich sagen. Ich habe vor ein paar Wochen, das kam relativ kurzfristig, die Anfrage bekommen. Und da sagt man natürlich nicht nein. Ich denke, es ist eine große Ehre, in einem offiziellen Weltmeisterschaftslauf auf der Nordschleife zu fahren. Ich habe die Wildcard bekommen. Kriegt man das? Kriegt man einen Anruf oder eine E-Mail? Ja, genau so. Oder man wird halt DTM-Champion und dann? Ich glaube nicht, dass das zusammenhängt. Aber, ist natürlich eine große Ehre und ich freue mich tierisch drauf, weil ich bin ewig keinen Fronttriebler gefahren.
ich glaube, 2 Jahre her, beim TT-Cup. TT-Cup, okay, nicht so lange her, aber ich glaube, das Grundprinzip sollte das gleiche sein, Fronttriebler von Audi, von dem her, ja, ich freue mich riesig drauf und darf dann natürlich am Wochenende schön viel fahren. So gegen Weltmeister, ehemalige Formel-1-Piloten, die da so mitstarten. Denkst du, du hast einen Vorteil, weil du die Nordschleife so gut kennst? Oder haben die Stammpiloten bei der WTCR eher den Vorteil, weil sie ja Auto besser kennen auf der Nordschleife? Ich meine, ihr fahrt ja jetzt nur in Anführungsstrichen 3 Runden pro Rennen. Ist es nicht so ganz so lang, umso entscheidender das Qualifying, dass es da dann passt? Ich würde sagen, das gleicht sich aus. Meine Erfahrung auf der Nordschleife und deren Erfahrung in dem Auto, ich denke, das wird sich ausgleichen. Hat Sabine Schmitz damals auch schon mal gesagt. Ne? Und die sagte, hat dann gesagt, boah, es ist echt schwer. Okay, dann haben die einen Vorteil, ganz klar. Weil, ich glaube, Sabine hat ein paar mehr Nordschleifenrunden als du, aber wir lassen uns da gern eines Besseren belehren. Stichwort Bernd, weil so die Jungs, wobei vielleicht auch Martin, ne, so, ich habe von dir, glaube ich, niemanden offiziell, nein, so darf man das nicht sagen, aber wir hatten eben mal das Thema BOP, es gibt Unterstützung von einem Mann. Ich glaube, Bernd, den hast du auch heute mal kennengelernt von der IMSA. Man hat sich da Unterstützung geholt, um das Ganze auch so ein bisschen noch transparenter zu machen. Kriegt ihr das mit? Bernd, du darfst antworten. Oder Martin, was erhoffst du dir? Erstmal ist zu dem Thema BOP ist immer schwierig, vor allen Dingen auf einer Rennstrecke, die 25 Kilometer lang ist. Kann man natürlich auch viel verstecken, viel mehr als auf einer Strecke, die vielleicht nur 4 Kilometer lang ist. Dann das nächste Problem hier ist beim 24-Stunden-Rennen, dass es keine Meisterschaft ist. Bei einer Meisterschaft kann ich immer reagieren, nach einer BOP, nach dem ersten Rennen, nach dem zweiten Rennen, kann die Jungs relativ schnell überführen. Hier ist das nicht der Fall und ich glaube, dass die einen verdammt schweren Job haben und auch mit viel Verantwortung rangehen müssen, weil es gibt doch ein paar Hersteller, die relativ großes Aufgebot auffahren, um das Rennen zu gewinnen. Und für uns deutsche Hersteller, glaube ich, ist es mit das größte Rennen und wichtigste Rennen. Wir von AMG sehen das als unsere Heimstrecke an. Alle unsere Autos werden hier entwickelt auf der Nordschleife. Und umso wichtiger ist das für uns, umso wichtigeren Stellenwert hat das Rennen für uns. Und von daher gehen wir auch mit so einem Aufgebot an. Aber ich persönlich bin der Meinung, dass die Jungs dort einen verdammt schweren Job haben, dort das genau die richtige Entscheidung zu treffen, dass es gerecht zugeht. Ich glaube unterm Strich, dass wir alle Hersteller nehmen könnten und sagen, wenn es die Möglichkeit gäbe, jeder fährt mit exakt der gleichen Speed-Einstellung, dann würden wir das alles unterschreiben. Aber es ist verdammt schwer, das hinzubekommen. Und ich glaube, dass wir uns alle die Daumen drücken, dass die Stellschrauben so stellen, dass wir nachher ausgeglichen sind. Weil letztendlich will keiner einen geschenkten Sieg haben. Und ich glaube auch nicht, dass der René gegen seine Audi-Kollegen nur fahren möchte oder wir gegen unsere eigenen Autos, sondern er möchte gegen Audi auf Augenhöhe gewinnen oder BMW oder Porsche. Und von daher drücke ich die Daumen, dass es funktioniert, dass die Herren es wirklich so lesen, wie die Situation ist, egal was die Jungs oder die Hersteller da draußen machen, sondern dass die BOP machen, mit Augenhöhe und mit Maß die richtige Einstellung finden, sodass die Autos gleich schnell sind und wir ein fantastisches Rennen sehen. Und vor allem die Fans auch nicht vergessen werden. Die Fans sind, deswegen sind wir da. Und ich habe das Vergnügen gehabt, 2015, glaube ich, bin ich nicht gefahren, um die Strecke zu gehen. Das war phänomenal, was dort abging und wie begeistern die dabei sind. Vielleicht nicht alle 24 Stunden, aber teilweise ihre Fahrer und Marken anfeuern. Es war beeindruckend und ich glaube, dass wir es denen schuldig sind, guten Rennsport zu zeigen und gutes Rennen. Und wie gesagt, ich glaube, dass wir auf einem guten Weg sind, aber ich muss sagen, wenn man sich mit den Herren unterhält, die dafür verantwortlich sind, haben die wirklich einen schweren Job. Und ich wünsche mir von jedem, auch von den Herstellern, dass man vielleicht ein bisschen offener miteinander umgeht, um das zu gewährleisten. Aber es wird nicht einfach. Ich glaube, mehr muss man auch zu diesem Thema gar nicht sagen. Du hast das unglaublich gut abgerundet. Die Fahrer braucht man dazu eh nicht zu fragen. Das ist eigentlich auch wirklich dann auf einer anderen Ebene. Und ich glaube, jeder hier in dem Raum, okay, manche müssen sich damit mit diesem Thema auseinandersetzen und beschäftigen. Aber ich glaube, keiner von uns möchte den Job machen müssen, um da Entscheidungen zu finden und durchzublicken. Ganz finale Frage nur noch.
Qualifikationsrennen, letzte Generalprobe. Ist es wirklich nur ein Test? Ist es nur eine Probe? Oder was ist das Ziel? Frage ich einmal kurz durch. Martin, klar, auch mal wieder Nordschleife, hallo sagen. Ja, für mich erstmal genau wieder meinen Weg hier rumfinden und hauptsächlich Spaß dabei zu haben und natürlich Generalprobe. Also wir sind ja nicht so viel Fahrer bei Rowe dieses Wochenende. Zwei, ne? Zwei und zwei Autos. Also von dem her wird es spannend. Ich bin auch gerade gekommen, ich lasse mich mal aufklären. Okay. Zwei Autos. Klär uns mal auf, wer sitzt wie wo? Der Ricky Koller ist auch noch da. Okay, ja. Der kann dann zur Not. Das ist Springer. Das sehen wir mal. Ja. Der fährt den Stand. Nein, okay. Wichtig ist es für uns halt beide Autos einfach auch fahren, Kilometer falls drauf auch zu einer bekommen, ausfällt, auch die Qualifyings zu fahren. Es ist einfach wichtig, dass beide Autos hier laufen. Du fährst nicht? Ich fahre leider nicht. Auch nicht auf dem GT4. Ja, weil meine Kollegen doch alle im Einsatz sind, deswegen sind wir VLN2 gefahren. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es gibt viele neue Strecken, Abschnitte, die neu geteert sind. Und also ich fand es richtig cool, im GT4 zu fahren. War ein bisschen eine Ungewöhnung. Wir haben mit HTP hat ein Auto dabei. Da fahren die DTM-Jungs hauptsächlich drauf und der Christian Hohnadel. Ist, glaube ich, sehr, sehr gut besetzt, das Auto. Und Black Falcon natürlich mit zwei Autos. Und klar, wichtig ist, dass man einen Rhythmus bekommt. Die Fahrer sind gut vorbereitet schon, aber für die Teams ist es doch wieder wichtig, Erkenntnisse zu sammeln und zu gucken und sich aufzustellen, denn ja, das ist die letzte Chance. Christian hat dann auch noch ein umso größeres Schild, auch nochmal dieses Jahr auf seinem Helm. Wir haben jetzt den Namen größer geschrieben. Noch, ja. Schon und auf dem Bauch steht es ganz groß. Fantastisch. Christian. Richie, euer Ziel? Also bei uns ist es ein bisschen anders. Bei uns brauchen die Fahrer Laufzeit. Das Team ist hier beheimatet und sehr gut aufgestellt auf der Nordschleife. Wir haben unterschiedliche Fahrer, die in Serien weltweit unterwegs sind und die Nordschleife hat auch spezielle Gesetze und da ist es wichtig, einfach den Rhythmus zu bekommen. Ich denke auch, dass ein Reifenthema dieses Wochenende ein Augenmerk draufgelegt wird, dass alle Reifen die gleiche Balance im Auto geben und dass wir nachher alle gedankenlos draufstecken können zur richtigen Zeit. Und das ist eigentlich so eine Art Einschwingen fürs große Rennen und hoffentlich haben wir viele Runden und viel Laufzeit und ein Sieg ist natürlich auch wieder gut für den Bonus. Der Bonus. Kriegst du auch einen Bonus, René, eigentlich? Steht nicht in deinem Vertrag? Noch nicht, aber jetzt... Ich bin mit dem Richie... Bei Porsche, der Bonus, wenn er schon dreimal angesprochen schon, hat. Schon, oder? Aber ich habe damals vom Richie gelernt. Ich bin damals mit ihm schon ein Rennen im Porsche gefahren, bei Magnus, weißt du das noch, in Daytona. Genau, da haben wir eine Uhr bekommen und dann kam er auch gleich mit dem Scheck um die Ecke, hat mir einen Scheck ausgehandelt. Von dem her, der Richie weiß, wie man es macht. Von dem her. Die Österreicher, ne? Ja, der weiß, was er tut. Das ist, wenn du immer wiederkehrend das sagst und hoffst, dass es wirklich kommt, weißt du? Hör mal, das ist jetzt in die Welt rausgegangen. Also mal gucken, wer lieber da jetzt... Lieber Frank, gell, bitte. Genau, Frank Walliser, ne? Hallo. Okay, Bonus. Nee, aber für dich Kilometer auf der Nordschleife. Ja, Vorbereitung. Das hört sich komisch an, aber das letzte Mal, dass ich das GT3-Auto gefahren bin, war letztes Jahr in Spa. Das ist, glaube ich, schon ein paar Monate her. Deswegen für mich auch erstmal wieder ins Auto gewöhnen. Wie ich gerade gehört habe, hat die Nordschleife ein paar neue Asphaltteile. Die muss ich erstmal anschauen. Ja, von dem her komplettes Neuland. Nicht komplett, aber es ist schon wieder eine neue Eingewöhnungszeit auch für mich. Und ich glaube, man muss natürlich auch die Reifen wieder ein bisschen kennenlernen, das Auto. Also von dem her... Vorbereitungsrennen, aber natürlich, wenn wir einen Sieg haben können, dann würde ich nichts dagegen haben, auch auf dem Podium zu stehen. So ein bisschen Champagner spritzen, ne? Das macht ja Spaß. Kennst du vom DTM-Finale, das hat ja auch richtig Spaß gemacht, so wenn man so als Rookie dann halt einfach auch noch so da so einen Titel einfährt. Nach dem Wetter, Prognose für in 4 Wochen, frage ich keinen, weil egal was wir sagen, wir werden wahrscheinlich eines Besseren belehrt. Ja, ist immer ganz lustig, dass VLN 1 und 2 trocken war und jetzt ist es auch wieder trocken vorhergesagt. Das heißt nichts Gutes für 24-Stunden-Rennen und auch für das, was man eigentlich lernen möchte. Von daher wird das extrem spannend und das haben wir ja in den letzten Jahren immer mal erlebt. Es wird auch eine Herausforderung für die Reifenhersteller, denn die hätten sich vielleicht schon mal das eine oder andere Stunde nass gewünscht, um zu wissen, was auf sie zukommt. Aber das ist halt die Nordschleife und das macht sie aus und das macht sie halt unberechenbar. Und das heißt auch, man kann da nie wissen, was auf einen zukommt. Ganz egal, auch grad, was die BOP ist, das kann sich dann schlagartig gegen Ende nochmal ändern.
Aber ja, ich freue mich drauf. Ich bin gespannt aufs Wochenende, was passiert. Ich freue mich auf schöneres Wetter, weil dann friere ich nicht so. Und, ja, wenn man nicht fährt, ne, dann. Ja, genau, dann ist es halt, muss man viel rumlaufen, dass man warm bleibt. Du bist ja sportlich fit, sonst nimmst du dir nochmal ein Fahrrad und fährst eine Runde um die Nordschleife oder so. Das wäre ja auch ganz schön. Was? Bist du zu alt für? Es gibt auch ein 24 E-Bike, dann geht es nur in E-Bike. Ich fahre lieber Auto. Okay. Der Junker, der hat sich ja gerade Schlüsselbein gebrochen beim Radfahren, also das lassen wir lieber. Stimmt, lassen wir lieber. Ja, wunderbar. Ich finde es großartig, dass ihr hier seid, dass ihr ein bisschen aus dem Nähkästchen, soweit es erlaubt war und ging und euch Spaß gemacht hat, hier zu uns zu erzählen. Vielleicht bleibt der ein oder andere noch mal ganz kurz vis-à-vis. Gibt es immer noch mal eine oder zwei Fragen, die zu beantworten sind? Ich glaube, die Herren der Journalie oder Damen der Journalie würden sich freuen. Danach dann ab zum Meeting, Abendessen. Ich weiß, ihr habt natürlich Programm, Frau zu Hause anrufen und, Kind in Schlaf singen. Ne, René? Gut, ja, alles neu macht der Mai. Vielen, vielen Dank, dass ihr bei uns wart, seid. Viel Spaß, viel Erfolg am Wochenende. Also Hagel gibt es nicht, das würde ich schon mal prophezeien wollen. Euer Applaus, oder wir haben einen verdient. Dankeschön. Letzter Hinweis. Es gibt so ein bisschen was, kleines Buffet jetzt auch zum Stärken, wer möchte, und vor allem auch alle Infos. Es gibt so ein bisschen was, was der Michael Kramp natürlich vorbereitet hat. Da vorne sind so ein paar USB-Sticks. Wer möchte sich einen nehmen? Da sind ein paar Zahlen, ein paar Fakten drauf zu diesem Jahr. Also einfach nehmen. Ansonsten, Herren sind da und natürlich auch Walter Hornung und Roland und alle noch im Moment noch da. Also schön, dass Sie bei uns waren, trotz GT Masters Oschersleben. Und wir sehen uns dann in 4 Wochen. Dankeschön.